Wie bereit sind Sie, wir auch noch rein? Brauchen wir Mikros überhaupt, oder? Ja, herzlich willkommen heute hier im Webers im Ruhrturm. Herzlich willkommen bei einer Pressekonferenz von Rot-Weiß Essen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall sagen, wo einige jetzt ein bisschen länger drauf gewartet haben. Herzlich willkommen aber auch hier bei einer Pressekonferenz, die tatsächlich zwei Themen heute in den Fokus hat. Und deswegen freuen wir uns eben insbesondere heute hier im Webers zu Gast sein zu dürfen. Bei Herrn Weber selbst, herzlichen Dank, und bei Herrn Kruse vom Ruhrturm. Wir haben nämlich tatsächlich zu dieser Saison einen neuen Hotelpartner, einen offiziellen Hotelpartner mit dem Webers hier im Ruhrturm. Mit dem Ruhrturm arbeiten wir schon länger zusammen und das ist tatsächlich, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Partnerschaft insofern, wenn man sich so ein bisschen die Historie dann auch des Ruhrturms anguckt und tatsächlich überlegt, das war mal die E.ON-Zentrale und ist eben jetzt hier, Ruhrgas E.ON-Zentrale ist hier tatsächlich revitalisiert worden, seit einigen Jahren revitalisiert worden, das Webers ist neu dazugekommen als Hotel am Platz. Das heißt, wie ich finde, eine Landmarke in Essen als Gebäude an sich, aber eben auch die Ideen, die hier verwirklicht werden in diesem Gebäude. Und da sind wir der Meinung, dass das eine hervorragende Partnerschaft ist, die wieder eingegangen ist. Deswegen freuen wir uns, dass wir heute hier sind und zu dieser Gelegenheit heute eben auch dann etwas anderes kommunizieren dürfen, was auch mit Revitalisierung zu tun hat, wenn wir so wollen. Dann können wir das, glaube ich, tatsächlich machen. Deswegen, ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung von Jan Siebert als neuen Trainer von Rot-Weiß Essen. Und gemeinsam mit Jan Siebert und Andi Winkler stehen wir heute hier für Ihre Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns, dass wir heute hier sind. Und wir sind heute hier auch, weil wir eben mit dem DFB das Thema der Kommunikation des neuen Trainers abgestimmt haben. Und deswegen gilt hier unser Dank auch nochmal in Richtung des DFB, dass wir da halt sehr, sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet haben in den letzten Tagen, auch was die Kommunikation angeht. Also von daher, herzlich willkommen. Wir würden tatsächlich von unserer Seite einige Sätze formulieren wollen und stehen dann natürlich für Fragen zur Verfügung. Aber Andi fängt an und erzählt ein bisschen zum Hintergrund. Zum Hintergrund sicherlich, wie wir auf Jan oder wie, ja, auf Jan Siebert gekommen sind. Das hat vor einigen Wochen begonnen. Da war noch Tagesgeschäft sicherlich vorherrschend, als Marc Fascher nicht mehr Trainer war und wir ein neues Interims Trainerteam aufgestellt haben, um die wichtigen Spiele anzugehen. Und in dem Moment haben wir natürlich mit Michael Welling zusammengesessen und haben überlegt, wie geht man sowas an? Und da sind wir nicht nur auf die Idee gekommen, sondern es war uns eigentlich von vornherein klar, wir werden erst eine Spielphilosophie formulieren. Ja, diese Umsetzung ging aber relativ schnell. Da war Markus Reiter mit dem Boot, Jürgen Lukas war mit dem Boot. Und dann hat es natürlich aber schon während der Spielphilosophie fangen natürlich schon die Gedanken an, welchen Trainer wer kommt hier in Frage? Und ich kann Ihnen sagen, das ist auf alle Fälle ein Prozess. Das ist nicht, dass sofort der Name Jan Siebert dann in meinem Kopf war und den ich dann als nächstes dann vorstellen werde. Und Michael Welling, Aufsichtsvorsitzender und so weiter. Und dann zu überlegen, kann es dieser Trainer sein? Sondern es sind Gedanken und man geht dann mehrmals damit ins Bett und am nächsten Morgen verschwinden gewisse Namen wieder. Am Ende waren es dann zwei, vielleicht drei Trainernamen, die ich im Kopf hatte und die sich auch festgesetzt haben. Und einer davon war Jan Siebert. Und als ich mich mit ihm dann getroffen habe, das war wirklich einer von ganz, ganz wenigen, mit denen ich überhaupt dann Gespräche geführt habe. Ja, und wir haben uns seit unserem Lehrgang, den wir im März 2013 beendet hatten, auch nicht wieder gesehen. Ich glaube, nur einmal telefoniert. Und da habe ich gemerkt, okay, mit dem Jan, da ist auch was passiert in dieser Zeit. Das sind ja doch 2,5 Jahre. Der hat sich entwickelt, der hat mittlerweile ein paar Trainerposten beim DFB bekleidet, hat mit Christian Ziege, Frank Wormuth und in Christian Glück nochmal zwei Cheftrainer auch erlebt und jetzt auch eigenverantwortlich als mit der U15 nach Norwegen gefahren. Da ist wirklich, da hat ein guter Trainer schon nochmal eine Entwicklung gemacht und auch von der Persönlichkeit. Und letztendlich ist es dann, wenn Spielphilosophie, die ich ihm natürlich auch gezeigt habe, die habe ich ihm so auf den Beifahrersitz geschoben, ja, ganz unauffällig, die hat er dann gelesen. Und wenn man dann merkt, da sind wir schon im Thema, ja, inhaltlich, und wenn nach so einem Treffen, das dann fast einen halben Tag gedauert hat, dann auch das Bauchgefühl
natürlich stimmt, dann haben wir das, ja, das Gefühl dann auch wieder, das könnte passen. Und dann ging es relativ schnell in der Umsetzung, dass eben natürlich auch dann ich sehr, sehr gerne entscheidende Personen mitnehmen möchte. Ja, und nicht jetzt sagen, das ist der Trainer und fertig, sondern es ist, glaube ich, mir schon sehr wichtig, dann auch wirklich transparent zu sein. Und nächster Schritt war dann Michael Welling, Herr Hülsmann, ja, was sagen die für eine Meinung? Und da die auch gleich einen sehr guten Eindruck hatten und wir uns dann alle vorstellen konnten, mit Jan in die nächsten Jahre zu gehen, ja. In meinem Fall ist natürlich diese Zusammenarbeit dann auch viel, viel enger. Ja. Und darum sitzen wir heute hier und darum ist Jan Siebert heute und wird vorgestellt. Ja, da gebe ich das Wort. Ja. Ja, herzlichen Dank. Jan Siebert wird vorgestellt, wobei ich habe schon einiges über mich gelesen. Ich glaube, Sie wissen schon viel mehr über mich als ich selbst. Herzlichen Dank dafür. Ich habe mich zu bedanken beim Fußballverband Mailand, beim DFB und natürlich bei Rot-Weiß Essen, dass das hier möglich gemacht wurde, weil meiner Ansicht nach ist das eine Herausforderung für mich, der ich mich aber unbedingt stellen wollte. Wie Andreas es gesagt hat, es war ein Bauchgefühl, was mich dazu geleitet hat, hier in Essen als Cheftrainer zu beginnen. Und das Bauchgefühl kann man bestätigen, nämlich durch kontinuierliche und gute Arbeit. Es ist für mich eine Chance, aber ich glaube auch, dass es für Rot-Weiß Essen eine Chance ist, weil Traditionsvereine, die gemeinsam beginnen, wo Zusammenhang zwischen Fans, Spielern, Mannschaft und dem gesamten Verein letztendlich da ist, werden Erfolg haben. Deswegen bin ich hier. Ich freue mich auf Ihre Fragen gleich. Und da Sie echt schon viel über mich wissen, können Sie gleich direkt gerne losschießen. Herzlichen Dank dafür. Das ist der Moment, wo Sie gefordert sind. Wenn es Fragen gibt, ansonsten kann ich auch gerne was erzählen. Gibt es keine Fragen von Ihrer Seite? Aber an Herrn Welling zum Beispiel. Die Fans, als sie jetzt im Forum erstmals den Namen gelesen haben, habe ich gefragt, wer ist das? Kenne ich nicht, Google springt auch nicht sofort an, also ist sehr dürftig, was da rauskommt. Wie groß war Ihr Erstaunen? Wie groß waren die Fragezeichen in den Augen? Meine Fragezeichen waren... Namen zum ersten Mal gehört haben. Ja, was den Namen angeht, ist es tatsächlich so, dass da nichts irgendwie besetzt ist im ersten Moment, das ist richtig. Aber trotzdem war das Fragezeichen nicht groß, weil Andi hat es eben erzählt, wie wir uns dieser Frage genähert haben, wie er da rangegangen ist und haben natürlich, was die Prozesse angeht, uns immer wieder ausgetauscht. Und von daher war, glaube ich, auch mit Blick eben auf die Art und Weise, wie wir den Prozess gestaltet haben, klar und auch mit Blick auf die Art und Weise, wie wir die Dinge, glaube ich, gemeinschaftlich sehen, dass wir da jetzt nicht irgendwie anfangen, nach irgendwelchen Namen zu fahnden, nach irgendwelchen großen Namen oder vermeintlich erfahrenen Namen zu fahnden, sondern wir haben tatsächlich überlegt, was ist für Rot-Weiß Essen in der Situation, in der wir sind, die beste Lösung, um die nächsten Schritte zu gehen. Und von daher war das Thema ein Name, den man kennt oder nicht kennt, nicht relevant, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung. Als Andi dann den Namen gesagt hat, war es sicherlich so, ich gesagt, okay, kenne ich nicht. Aber Andi hat ja nicht nur gesagt, Jan Siebert, und dann sind wir zwei Tage auseinandergegangen, sondern er hat eben tatsächlich den Prozess erklärt, hat eben erklärt, warum er Jan für den richtigen Trainer von Rot-Weiß Essen hält. Und dann waren wir da relativ schnell übereingekommen und haben eben gesagt, ja, das ist tatsächlich eine Situation, das ist eine Rahmenbedingung, wo wir sagen, da haben wir Lust drauf. Und die Gespräche dann mit Jan haben das Ganze nicht nur bestätigt, sondern haben das Ganze sogar noch verstärkt. Und von daher war ich nicht überrascht im klassischen Sinne, aber natürlich, wenn ich jetzt hier sagen würde, oh, den Namen kannte ich, das wäre natürlich totaler Quatsch. Herr Siebert, Andi Winkler hat gesagt, er musste ein paar Mal schlafen, um so die Entscheidung zu treffen. Wie lange mussten Sie denn übernachten, um zu sagen, bei Rot-Weiß Essen, den heißen Job, den mache ich? Soll ich ehrlich sein? Ja. Ich musste gar nicht übernachten. Es ging sehr, sehr schnell. Ja. Also wir haben telefoniert und für mich war klar, weil er inhaltlich mit mir vollkommen auf einer Wellenlänge lag, ja, dass wir gemeinsam starten können. Und dann hat man natürlich Rücksprache mit seiner Partnerin, meiner zukünftigen Frau. Und dann ist es auch klar, dass man sagt, das gehen wir an. Und zwar mit voller Überzeugung. Ich war jetzt fast 6 Jahre beim Deutschen Fußballbund. Und Andreas hat gesagt, ich konnte mich entwickeln da, habe unter vielen Trainern gelernt. Aber was ich auch gelernt habe, ist, dass ich auf den Platz wollte und zurück auf den Platz mit voller Überzeugung und eine Mannschaft formen kann. Das habe ich bewiesen bei allen Mannschaften, die ich bis jetzt trainieren konnte. Und deswegen musst du da nicht lange überlegen. Wenn du aufs Grün willst, willst du aufs Grün. Und das gehe ich gemeinsam mit dem Verein an. Ja, fangen wir erstmal an, Herr Siebert. Übernehmen Sie gleich zum Anfang so einen Verein mit
ja, sehr emotionalen Fans, die wahrscheinlich schon gehört haben, sehr kritischer Presse, die auch hier sitzt. Was ist da? Sind Sie kritisch, ja? Wie sieht es da innen aus? Ist da nur Vorfreude? Ist es auch eine Anspannung? Ich darf vielleicht zurückgreifen auf die Frage von dem Kollegen da. Ich bin als jemand, der den Fußballlehrgang gestartet hat, den niemand kannte. Und jetzt auf einmal bekomme ich ein Angebot von Robert Essen. Wenn du in den Fußballlehrerlehrgang gehst, dann willst du irgendwann Mannschaften trainieren. Und wenn du dann die Chance hast, Robert Essen zu trainieren, dann musst du zugreifen. Und ich greife deswegen zu, weil genau diese Emotionalität mein Spiel wieder spielt. Das heißt, die Fans werden ein wichtiger Bestandteil werden für uns und für die Mannschaft. Und das müssen wir wiedergewinnen. Das heißt, das Gefühl zu haben, da steht nicht nur ein Verein hinter den Jungs, sondern auch die ganze Fantruppe. Und das wird auch funktionieren. Und deswegen freue ich mich ehrlich darauf, vor diesen Fans zu stehen und gemeinsam zu jubeln und gemeinsam auch die Möglichkeit zu haben, ja, eine Mannschaft weiterzuentwickeln. Also Angst auf gar keinen Fall, eher Freude darauf. Können wir davon ausgehen, dass Sie auch bei schlechten Spielen vor die Fans treten? Sie wissen wahrscheinlich länger als ich, dass es im Fußballerleben nicht nur darauf ankommt, Ergebnisse zu erzielen, sondern Niederlagen gehören halt mit dazu. Und dann muss man mit Sicherheit auch sprechen, klar. Aber erst mit der Mannschaft. Und dann ist es auch klar, dass man Rechtfertigung manchmal abgibt bei Fans. Aber das Wichtigste ist für mich, dass wir uns nicht daran orientieren, wir werden Niederlagen sein, sondern wir gucken positiv in die Zukunft. Und zu gewissen Dingen zu stehen, gehört genauso dazu. Ja? Danke. Wir sind jetzt mit 32. Mit 32 Jahren noch einen guten Fußballeralter. Ja. Wann ist denn Ihr Entschluss gereift, Trainer zu werden und auf die aktive Laufbahn, der aktiv ist ein Trainer auch, aber jetzt auf die eigene Laufbahn zu verzichten und zu sagen, ich treibe meine Trainerlaufbahn voran? Das war ein natürlicher Prozess, weil mein Körper mir irgendwann gesagt hat, das geht nicht mehr, mein Freund. Ich glaube, nach 3 Operationen oder 4 waren es, bin von einem Jahr, hat mir der Professor Dr. Strobel gesagt, Herr Siebert, keine Chance mehr. Der Körper will das nicht mitmachen und dann musste ich entscheiden. Und da ich ein leidenschaftlicher Fußballer war und auch Leidenschaft von meinen Spielern einfordere, war es für mich irgendwann klar, dass ich da noch einen Platz in Mannschaft entwickeln möchte. Dann ist das ungefähr fast schon mit 22 so gereift. Und mit 25 hatte ich damals erst die Möglichkeit, schon mal mit Profis im Platz zu stehen von TuS Koblenz. Und da habe ich gemerkt, hier gehörst du hin. Und so war es ein früher Reifungsprozess, der mich dann noch mit 32 Jahren schon zum Fußballlehrer gemacht hat. Es war Knie, es war Rücken, man so an sich Stelle aus, ich finde überall was. Siebert, Sie haben bisher ja vornehmlich im Jugendbereich waren Sie tätig. Jetzt bekommen Sie eine Mannschaft, wo durchaus der ein oder andere erfahrene Profi auch dabei ist, muss man ja sagen. Einige haben ja schon im Profibereich gespielt, auch wenn wir jetzt leider nur vierte Liga in Essen sind, muss man davon der Philosophie irgendwie anders herangehen. Das sind jetzt erfahrene Leute, ich nenne jetzt mal Namen wie Neuner, aber der 32 oder 33 ist überall schon gespielt. Da kann man die Ansprache wahrscheinlich nicht so wählen wie bei einem U15-Jahr. Das ist klar. Das ist vollkommen klar. Aber wie schon angemerkt, bei TuS Koblenz hatte ich schon die Möglichkeit, mit Profis auf dem Platz zu stehen. Und wenn Sie mal an Leonardo Bittencourt oder Moritz Leitner in der U21 oder U20 trainiert haben, dann macht das keinen Unterschied. Also Profis sind Profis und die Erfahrung ist nur zuträglich. Weil mit Jugendspielern, die sind sowieso stets motiviert. Ältere Spieler haben die Erfahrung auch und das setzt man dann zusammen. Und das wird kein Problem geben, natürlich. Jetzt wird die ganze Zeit von Philosophie gesprochen. Welche Philosophie haben Sie denn als Trainer? Sind Sie eher so einer, so ein Defensivmann, die Null muss stehen, oder sind Sie eher einer, der sagt, so, es muss nach vorne gehen? Also, ich meine, hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, was die Fans so im Stadion sehen wollen. Ne? Also, die wollen halt eigentlich immer Hurra-Fußball sehen. Ne? Wofür stehen Sie denn? Also, Hafenstraßenfußball muss das Synonym für unseren Fußball werden. Und Hafenstraßenfußball bedeutet, trotzdem den Fokus auf eine Defensive zu lenken, aber auch natürlich so umzuschalten, dass du immer wieder gefährlich wirst. Und dass du keinem Gegner bei uns im Stadion das Gefühl geben kannst, der kann es da dominieren. Ganz im Gegenteil. Philosophie, für die ich stehe, ist natürlich klar, dass wir Bälle relativ früh gewinnen können, ja, weil wir dann sofort einen Zugriff aufs Tor haben. Aber ich möchte ehrlich gesagt auch nicht so über die Philosophie sprechen, sondern eher geht es mal darum, jetzt die Mannschaft kennenzulernen und auch zu wissen, wie sind die Typen und wie schnell können sie die Philosophie umsetzen. Weil das ist viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwas festzumeißen. Wie gut kennen Sie die Mannschaft schon? Es gibt moderne Möglichkeiten. Moderne Möglichkeiten sind zum einen, Videos sich anzuschauen und dann hat man schon mal einen Eindruck von Spielern. Aber der Spieler muss sich erst verfestigen, wenn ich mit ihnen gearbeitet habe und dann kann ich sie auch näher kennenlernen. Sie waren schon in die Kaderplanung seit ein paar Wochen eingebunden, also auch Neuzugänge sind schon mit Ihnen abgestimmt.
Im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten definitiv, ja. Inwieweit hatten Sie schon während des Fußballlehrerlehrgangs direkt miteinander zu tun oder war das dann gar noch gar nicht so ein enges Verhältnis? Also wir hatten den Fußball, du oder ich? Zu tun hatten wir immer dann, wenn wir gemerkt haben, oh, unser Gedanke über Fußball stimmt überein. Und Andreas und ich sind beides Leute, die erstmal beobachten und gucken, wie sich Dinge entwickeln und das dann mit Vernunft angehen. Und das hat mir schon damals an ihm imponiert. Und als er dann gefragt hat, kannst du dir das vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten, war es für mich natürlich klar, dass das schnell passieren kann. Sind schon Ziele für die neue Saison definiert worden? Also das Ziel für Rot-Weiß Essen in der vierten Liga muss immer sein, dass wir Tuchfüllung nach ganz oben haben. Das heißt, dass wir eine Möglichkeit haben, auch unser höchstes Ziel zu erreichen. Aber wir werden es nicht an Tabellenplatz festmachen. Wenn wir am Ende Fünfter werden mit 2 Toren Rückstand auf dem ersten, war es dann automatisch eine schlechte Saison. Also ich glaube, das sollten wir nicht machen, das an Tabellenplatz festzumachen, sondern wir sollten schauen, dass wir stetig weiterentwickeln, dass wir gemeinschaftlich das Beste aus dem Kader rausholen und dann am Ende der Saison sagen, okay, wir haben einen mutigen Fußball gespielt, wir haben wirklich alles investiert, wir haben es professionell umgesetzt und wir haben unser Bestmögliches geholt. Und wenn am Ende dann wirklich dann das Höchste rauskommt, dann kann man nicht sagen, das nehmen wir jetzt nicht an, weil es war ja gar nicht unser Ziel. Ja, also, aber wir werden es niemals an Tabellenplatz festmachen. Wo wird bei Neuzugängen noch der Hebel angesetzt? Frage an beide, wenn man sich schon abgestimmt hat, also, ist eine Antwort. Ja, unser Augenmerk wird auf alle Fälle noch auf der rechten Verteidigerposition sein, dass wir da noch jemanden finden. Wir haben mittlerweile 2 Spieler im Kader, davon ist einer noch nicht bekannt. Das können wir noch nicht bekannt geben, weil der Vertrag noch nicht unterschrieben ist. Die können da spielen, aber da ist noch ein Spieler, den wir da verpflichten wollen. Im Offensivbereich werden es noch 2 Positionen sein. Ist nicht genau definiert auf der Position, möchte ich jetzt gerade nicht. Und dann ist auch der Kader weitestgehend zu. Was allerdings in der Vorbereitung noch passieren kann, das ist noch dahingestellt. Da kann es sicherlich noch die eine Veränderung geben. Wir haben uns aber irgendwo schon eine Grenze gesetzt vom Kader. Also wir sagen, da macht es einfach Sinn, mitzuarbeiten. Ja, wir haben keine U23, das heißt, wir wollen den Kader auf alle Fälle nicht zu groß halten, sodass auch unsere wirklich viele, die meisten Spieler immer Spielpraxis haben und wir dann eher auf unsere wirklich guten Jahrgang, unseren 97er Jahrgang zurückgreifen können aus der U19, falls dann was passieren sollte, mal gelb-rote Karten, Verletzungsmisere oder solche Dinge. 22, 24, oder gibt es eine Zahl? Auch da wieder nicht auf die Zahl, sondern wir intern wissen die Zahl. Ansonsten zählen sie jetzt immer genau nach und dann sind sie drüber oder was wieder runter. Aber ein kleinerer Kader als letzte Saison, sagen wir so. Also wird die Position 9 aber neu besetzt? Würde ja noch einen Innenverteidiger fehlen. Die Position 9 aber? Ja. Die wird neu besetzt, muss ja, genau, sonst haben wir zu wenig Innenverteidiger, obwohl er zuletzt fast nur Außenverteidiger gespielt hat. Ja. Also Innenverteidigung. Innenverteidigung, man muss auf alle Fälle. Ja. Nominell ist es ja dann nur Weber und Zeiger. Binder kann das nicht nur spielen, sondern er kann es sehr, sehr gut spielen. Also hätten wir 3 Innenverteidiger im Kader. War das ein Argument, das Alter, dass man gesagt hat, ist vielleicht besser für den Mario oder anderen einen Job bei Rot-Weiß Essen anzunehmen, als Fußball zu spielen? Weil er wäre immerhin älter als der Trainer. Wir schauen überhaupt nicht nach Alter, Leute. Jan Siebert auch schon gesagt, es geht nicht um Alter, es geht um in das Spielsystem zu passen. Und wir hatten damit, es geht um Mario Mann, oder? Wir haben Mario ein offenes Gespräch geführt, ihm dann eine Einschätzung gegeben. Ja, ich konnte ja nochmal eine sehr gute Einschätzung aus den letzten Wochen, in Abstimmung natürlich auch mit dem Trainer. Und es ist sicherlich eine Schwierigkeit, ich habe das ja auch irgendwann mal erlebt, ja, am Ende meiner Karriere, als ich dann auch verletzt war. Wenn man den Anspruch hat, Führungsspieler zu sein, aber der Körper macht nicht mehr so mit. Ja? Und das ist sicherlich da, hat man da schon noch eine andere Auffassung, wir vielleicht als der Spieler, er ist ehrgeizig, er will sich noch zeigen.
Aber wichtig ist in dem Fall, dass wir dem Spieler Klarheit geben, wie wir sportlich mit ihm planen. Und da das war ein offenes Gespräch, ja, nicht irgendwie von links hinten oder so, sondern ganz klar für ihn. Und dann konnte er damit umgehen und hat heute dann ja bei Facebook, ich glaube, ist ja schon bekannt, sein Karriereende bekannt gegeben. Sind inzwischen Entscheidungen gefallen, was die anderen Vakanten, also Spieler angeht, die deren Zukunft noch nicht geklärt war? Also aktuell wird es so sein, dass nur der Konstantin Frimm am Samstag mit ins Training einsteigt, einfach weil man dem Jungen eine Chance geben will, um zu schauen, ob sein Körper überhaupt wieder mitspielt. Und alle anderen Spieler wissen, zumeist durch ihre Berater, mit denen ich in Kontakt gestanden bin, wie der Stand ist. Die dürfen sich alle nach Vereinen umschauen, ja, wenn wir aktuell jetzt nicht mit ihnen planen würden. Ja. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie keinen Spieler hinhalten und sagen, ja, vielleicht komme ich ja in 3 Wochen nochmal auf dich zu, wenn dann die Kaderplanung dann doch anders gelaufen ist. Also das ist ein offener Austausch und ich glaube auch ein sehr, sehr ehrlicher Austausch. Also sind in der Planung nicht mehr drin? So. Aktuell nein, ja. Sonst, offenbar noch ein bisschen, ob es ein Kaya bleibt, gibt es sonst noch irgendwie Spieler, die so ein Abgang überhaupt möglich ist, oder sonst alle? Ich glaube, alle anderen, also alle aus Sven Kreier, ja, weil ich weiß noch nichts von einem Abgang Sven Kreier, die haben die Möglichkeit, sich unter dem neuen Trainer nochmal zu zeigen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass er nochmal einen Einblick bekommt, und zwar sehr, sehr schnell. Und das wird ab und aus Samstag losgehen. Herr Lieber, was verbinden Sie denn als erstes mit Rot-Weiß Essen? Wie gut, oder wie haben Sie, der werden Sie ja auch ein bisschen informiert haben, was so ein. Von Hause aus hat man ja auch bundesweit, ist der Name ja doch ein Begriff. Wie ist er denn bei Ihnen besetzt gewesen? Also Sie werden ja wissen, dass ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet habe beim Deutschen Fußballbund, der selbst hier auch aktiv war. Ja. Und es ist klar, dass man Georg Melches kennt, aber das sind Geschichten jetzt, die traditionsbedingt sind. Und ich habe es eben schon erwähnt, lassen Sie uns gar nicht so weit zurückgucken oder irgendwelche Sachen in der Historie vorkamen, weil der Verein ist bekannt. Der Verein hat mich deswegen auch so gereizt, aufgrund seiner Tradition, aber jetzt geht es einfach mal nach vorne zu schauen und da alle mitzunehmen, die dein Boot sind. Hat sich keiner gewarnt? Wir haben. Genau, mit was wollen Sie mich locken? Aber es ist ja nicht so, dass es nur positive Assoziationen mit dem Verein ist. Also ich darf Ihnen ehrlich sagen, für mich schon. Doch, für mich schon. Wenn Sie jetzt loslegen, Samstag, wann ist denn morgen? Samstag wahrscheinlich so gegen 14, 15 Uhr, es wird dann auch bekannt gegeben. Worauf wird es Ihnen am Anfang besonders ankommen? Also gerade so. Die erste Ansprache eines neuen Trainers ist ja vielleicht besonders wichtig. Ja, mit Sicherheit. Aber wichtig ist es für mich, dass ich die Spieler kennenlerne. Und dann geht es erstmal um Kommunikation. Also ich muss wissen, wie die Spieler ticken, weil danach kann ich ihnen auch sagen, wie so ein Platz funktionieren werden. Und deswegen wird die erste Ansprache mit Sicherheit so für die Spieler sein, dass wir wissen, wie die Marschroute aussieht. Und danach gehen wir auch in Gespräche. Und dann müssen viele Gespräche geführt werden. Also wie gesagt, ich kenne die Spieler schon, weil man einfach das Verein so verfolgt hat, was im Rahmen der Möglichkeiten für mich auch einfach möglich war. Persönlich hatte ich jetzt noch keinen Kontakt zu den Spielern, das ist klar. Und das wird sich aber ergeben, weil dafür habe ich jetzt die Zeit. Deswegen ist der Vertrag auch längerfristig ausgelegt. Soll wohl so sein. So ist es. Kann am Anfang jetzt eine enge Zusammenarbeit mit Jürgen Lukas und Markus Walter, denke ich mal, geben, die Mannschaft zuletzt betreut haben. Ja, absolut, aber auch nicht nur mit den beiden, weil das ist ein Gesamtpaket, was hier gestrickt wird. Und die Idee des Vereins ist ganz klar und das steht auch dahinter. Also wir sind RWE und das bedeutet, Gespräche werden überall geführt, sowohl von mir im Jugendbereich, also im Übergangsbereich und natürlich sind die beiden für mich auch Ansprechpartner, klar. Bringen Sie Co-Trainer mit? Willst du antworten, soll ich antworten? Also wir sind klar in Gesprächen. Ja, mit Co-Trainern und da werden wir aber erst was bekannt geben, wenn es offiziell ist. Ja. Die Vertragslänge hat ein bisschen aufhorchen lassen, war das Ihre Bedingung?
wenn Sie sich vorstellen können, dass ich vorher in einem anderen Betätigungsfeld gearbeitet habe, mit einem langfristigen Vertrag, dann ist klar, dass man hier ganz klar gesehen hat, man kann nur was entwickeln, wenn es langfristig und kontinuierlich geht. Und dafür braucht man einfach eine entsprechende Laufzeit. Muss ich ja nochmal gucken. Was stellen Sie sich denn vor, am Ende Ihrer Laufzeit, wo Sie dann, was bis dahin passiert? Ja, die Frage ist, kann ich vielleicht zurückstellen, was stellen Sie sich denn vor, was Robert Essen vorhat? Ich fürchte, dass man nicht damit zufrieden sein wird, in der gleichen Situation noch zu sein wie jetzt in 3 Jahren. Und deswegen müssen wir uns alle mitnehmen. Da sind Sie beteiligt, da bin ich beteiligt. Die Vorstellung, was passieren kann, kann ich Ihnen erst sagen, wenn es wirklich im Feld so aussieht, nach unserer Vorstellung. Lassen Sie uns einfach abwarten, lassen Sie uns Hafenstraßenfußball spielen und da sind Sie alle mit beteiligt. Also darauf muss der Fokus eher gelegt werden. Haben Sie Ihr privates Umfeld schon nach Essen gelegt oder ziehen Sie jetzt demnächst um? Also es wird eine Übergangszeit geben, aber avisiert ist das, klar. Nee, in Koblenz jetzt oder? Derzeit ja, Koblenz. Das ist 1:30 Uhr, wenn es gut im Verkehr läuft. Umgekehrt schneller. Das Berufsrisiko, ne? Ja, nochmal die besondere Geschichte der ersten Pokalrunde können wir mal ansprechen. Sie haben sich darüber gefreut, auf Frank Kramer zu treffen? Also wir waren ja Lehrerskollegen, wir haben ein Zimmer geteilt und das ist klar, dass man sich einfach immer freut, den Fußballbekannte wiederzutreffen. Frank und ich sind gut befreundet, dementsprechend folgen wir uns beide auf das Spiel und ich glaube, wir können es kaum abwarten. Sie müssen Frank Wormuth fragen. Das wäre jetzt die erste Bekannte. Ja, richtig. Frank Kramer hat von Jan Siebert abgeschrieben. Ich kann Schlagzeilen ziehen lassen. Nur für dich. Nein, ich nicht. Termin für das Pokalspiel ist noch nicht aus. Ist jetzt so, dass natürlich jetzt erstmal TV-Sender schauen, welches Spiel ist das Live-Spiel. Und wenn das definiert ist, wird sicherlich in Abstimmung mit eben allen weiteren Vereinen, aber eben auch mit der Polizei, wenn die anderen Spiele definiert. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Wir werden sicherlich nicht parallel zu Duisburg gehen. Ich parallel zu Duisburg spielen. Und von daher, mal schauen. Ja, Sie wissen ja auch schon, dass Sie den Namen des Gegners von meinem Schuldigen haben. Aber ich bin das erste. Wer? Ja, das könnte das Live-Spiel aber sein. Weitere Fragen? Wir wollen gleich bestimmt viele O-Töne noch haben. Ja. Gehe ich von aus. Also von daher, ja, dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns auf eine schöne Saison. Wir freuen uns auf den Weg, den wir gemeinsam gehen in den nächsten Jahren. Hier in diesem Team, aber eben auch mit den Webers, mit dem Ruhrturm. Wir freuen uns drauf. Herzlichen Dank.